Willkommen bei Tacheles, liebe Zuschauer, das neue Format von Nuviso hier bei der ersten Ausgabe. Und wenn Sie bei Tacheles nachschauen, bei Wikipedia, dann steht dort offen und frei seine Meinung äußern. Und genau das ist es, was wir tun wollen hier in diesem neuen Format. Wir wollen über die Themen sprechen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht nicht ganz so gerne anfasst. Und das mache ich nicht alleine, weil, wie es der Titel schon sagt, Tacheles mit Röper und Stein. Meinen Co-Moderator, der sitzt heute nicht hier bei mir im Studio, sondern ich bin auch in München und er sitzt in St. Petersburg. Und den darf ich euch vorstellen, nachher gleich, wenn es losgeht, jetzt hier bei der ersten Ausgabe von Tacheles. Viel Spaß. Ja, hallo Thomas, schön, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen hier auch bei unserem Videochat. Eine Premiere für uns natürlich. Technisch haben wir es jetzt endlich mal an den Start gekriegt. Und den Stein kennen die Zuschauer schon alle, aber jetzt muss ich natürlich erstmal den Herrn Röper vorstellen. Wer ist denn der Herr Röper? Und zwar ist das der Autor von diesem Buch, Wladimir Putin. Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Thomas, du hast dieses Buch vor kurzem rausgebracht. Wir haben auch schon ein tolles Interview bei uns in Leipzig im Studio gemacht. Erzähl mal ein bisschen von dir. Du wohnst schon seit 20 Jahren jetzt in Russland, bist des Russischen also komplett mächtig, du kannst fließend Russisch sprechen, bist für uns natürlich dadurch eine super Quelle. Was ist so dein Antrieb als Blogger und als Autor? Was treibt dich an im Leben? Ja, was treibt mich an? Also mich treibt an, dass ich in einem Land lebe, das mir sehr gut gefällt. Und wenn ich dann die deutschen Medien sehe, dann sehe ich immer, dass die irgendwie von einem anderen Land berichten. Also das heißt, es passt irgendwie nicht das zusammen, was ich hier erlebe, was ich hier auch im Fernsehen, in den Nachrichten sehe. Oder wenn ich Putin eine Rede halten höre, passt das nicht zu dem, was ich in Deutschland sehe. Und irgendwann ist mir letzten Sommer eigentlich mehr aus einem Anfall von Langeweile der Kragen geplatzt. Ich habe meine Seite eröffnet, meinen Blog. Und das wurde so erfolgreich, dass ich dann eben auch ein Buch geschrieben habe. Und ja, inzwischen mache ich es tatsächlich hauptberuflich, auch wenn ich davon noch nicht leben kann. Aber es macht einfach, ich finde es spannend und ich freue mich über die Reaktion von meinen Lesern. Ich kriege ja so inzwischen täglich bald mehr E-Mails, als ich beantworten kann. Und ja, das spornt mich an, das macht einfach Gaudi. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben im Studio. Wir haben bei den Vorgesprächen schon gemerkt, okay, wir verquatschen uns in jedes Thema und können gar nicht mehr aufhören zu reden. Und es ist natürlich schade, dass du so weit weg wohnst. Aber wir können natürlich über die Technik diese Schalte hier machen. Super toll. Und ich freue mich auch sehr, dass du als Blogger da so aktiv bist. Also ich möchte dir deine Anti-Spiegel-Seite mal erwähnen. Also www.anti-spiegel.ru ist die Seite, ist bei meinen Favoriten mittlerweile ganz oben drin. Du hast da ja einen Artikel nach dem anderen raus jeden Tag. Und da möchte ich also wirklich sehr, sehr gerne mal mit dir eintauchen in diese ganze Welt. Und zwar gibt es ein aktuelles, naja, es ist schon ein paar Tage her jetzt, aber ein wirklich sehr spannendes und lustiges Kapitel in Form von einem Telefonstreich, den zwei russische Journalisten oder Scherzbolde mit dem Elliot Abrams gemacht haben. Dazu muss man sagen, der Elliot Abrams ist der Sonderbeauftragte für Venezuela, jetzt vor kurzem erst von Trump ernannt worden. Und der war Opfer eines Streiches, der ist eigentlich ein Stück aus dem Tollhaus. Ja, erklär mal ein bisschen, was ist damals genau gelaufen? Ja, also was heißt damals? Das ist jetzt gerade mal ein, zwei Wochen her, aber es ist ja im Grunde immer noch aktuell, weil in Deutschland wurde es nicht berichtet. Also das sind zwei Jungs in Russland, die sind bekannt für ihre Telefonstreiche. Die haben schon so ziemlich jeden aufs Korn genommen. Richtig bekannt wurden sie, als sie vor 2, 2,5 Jahren, glaube ich, war das, den Boris Johnson auch angerufen haben, britischen Außenminister, und den ein bisschen veräppelt haben. So, und jetzt haben sie sich den Elliot Abrams vorgenommen. Und haben angerufen und gesagt, sie wären der Präsident der Schweiz. Und auf einer Schweizer Bank würde jetzt eine Menge Geld liegen aus Venezuela, von der Ölgesellschaft und von Maduro und seinen Kumpanen. Und was sie jetzt damit machen sollen, weil. Und da meinte er sofort, sperren, Konto sperren, alles einführen. Da haben sie gesagt, ja, das ist aber legal. Das ist ganz sauberes Geld. Wir wissen nicht jetzt wie und so. Und dann sagt er, was braucht ihr denn? Also, ne, Sie, Herr Präsident, was brauchen Sie? Ja, wir bräuchten schon irgendwie einen Hinweis darauf, dass das illegales Geld ist. So, das ging also lang hin und her. Das Telefon ist auf YouTube, wer Englisch kann. Ich habe es in meinem Artikel verlinkt. Den finden wir nachher auch unten in der Videobeschreibung, hoffe ich. Und da ist das Video drauf. Es sind zwei Telefonate. Die haben also das erste Telefonat geführt. Dann gab es E-Mail-Kontakt, wo sie dann abgesprochen haben, okay, der Elliot Abrams hat gesagt, kein Problem. Bloomberg wird einen Artikel veröffentlichen. Die haben also selber einen Artikel geschrieben für Bloomberg. Den haben sie auch den Russen geschickt, also dem Schweizer Präsidenten.
zur Korrektur, falls da irgendwas noch korrigiert werden muss. Und der wurde dann genauso veröffentlicht. Und das werde ich jetzt gleich einmal zeigen. Und zwar muss ich jetzt wieder scrollen hier. Das ist immer die Technik. Herzlichen Glückwunsch. So, dann gucken. Hoppala. So, und zwar ist das hier. Hier oben ist der Artikel. Der ist heute nicht mehr so online. Der ist in der Wayback-Maschine noch verfügbar. Kann man hier oben auch erkennen. Internetadresse. Und hier auch ist das der gleiche Artikel. Und nun passiert Folgendes. Sie haben einen Artikel veröffentlicht. Maduro hält wahrscheinlich Millionen im Baidil davon, sagt die Opposition. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Blogger sich die Geschichte komplett ausgedacht haben. Also die haben sich eine Limpopo-Bank ausgedacht, in der das Geld liegt. Die gibt's gar nicht, zumindest nicht in der Schweiz. Ich habe da mal gegoogelt, was die auch hätten tun können. Dann hätten sie gesehen, es gibt eine Limpopo-Bank irgendwo in Mali, im Dorf, aber eben nicht in der Schweiz. So, die Bank war ausgedacht, die Konten waren ausgedacht. Der Baidilda-Fonds ist ausgedacht. Wer Baidilda googelt, findet auf russischen sozialen Netzwerken einen Kasper, der seine Seminare verkauft, in denen er den Leuten beibringt, den Weg zur ersten Milliarde. Also künstlerisch ausgesprochen wertvoll. So, und dann haben sie, wie gesagt, diesen Artikel veröffentlicht. Und als dann die Russen am 6. März veröffentlicht haben, dass das Ganze ein Fake war, hat, man sieht den Artikel unten, Bloomberg sofort reagiert, unter der gleichen Adresse, der gleiche Artikel, komplett umgeschrieben. Plötzlich heißt es, Venezuela, also der Beauftragte für Venezuela, Vecchio, das ist ein Venezualer, der jetzt den Botschafter spielt für Guaido, der ist jetzt nicht mehr so sicher, ob das Geld noch in dem Fonds ist. Das heißt, die haben bei Bloomberg sofort den Artikel umgeschrieben, als sie gemerkt haben, als die Russen veröffentlicht haben, das war eine, auf Deutsch gesagt, Verarschung. Also die ganze Geschichte ist spannend. Sie haben dann noch eine Sanktionsliste aus dem US-Finanzministerium bekommen und dann haben die Blogger sich noch ausgedacht, eine Liste mit 20 Namen, die angeblich Konten halten, und das waren also alles ausgedachte Namen aus russischen Fernsehserien und so weiter. Und das muss ich überlegen, wie die arbeiten. Bei Bloomberg und bei der US-Regierung, es hat nicht einer die Leute gegoogelt. Also keiner hat die Leute gegoogelt, die Bank, den Fonds, nichts. Das ist das, was mich am allermeisten bei dieser Geschichte überrascht. Also, dass die Jungs bis zu dem Elliot Abrams durchgekommen sind, das ist ja schon mal etwas, das, naja, wenn die recht forsch auftreten und einfach so knallhart reingehen, so ohne Gnade, dann zack, dann kann ich mir das gut vorstellen noch. Aber dass dann das Team von Elliot Abrams, dem seine Assistenten und Sekretäre und das ganze Team drumherum, einfach auf diese Nummer reinfällt, Und nichts dergleichen recherchiert. Also ich meine Limpopo, das klingt jetzt nicht unbedingt typisch schweizerisch von der Aussprache her. Für mich bedeutet das, dass die gar keine Ahnung haben, welche Sprache man in der Schweiz spricht, geschweige denn, wo die Schweiz überhaupt liegt vielleicht sogar. Ja? Und dann, dass man sich diese ganze Story nicht auch nur ansatzweise mal überlegt, ob das nicht vielleicht jemand sein könnte, der da einen Scherz mit einbetreibt, in so einer sensiblen Situation, ja, wo das natürlich alles spitz auf Knopf steht da unten in Südamerika. Also das ist für mich das größte Rätsel, das kann ich nicht nachvollziehen. Und vor allem, was es dann bedeutet, wenn bei Bloomberg die Leute diesen Artikel 1:1 übernehmen, wenn er da vom State Department oder was weiß ich, wo der Elliot Abrams seinen Sitz hat, wenn da einfach offiziell so ein Schreiben auftaucht und ja, okay, postet das einfach mal, das wird schon so passen. Also das sagt einiges über diese ganze Medienlandschaft da drüben, wie das da läuft, das ganze Verfahren. Ja, nicht nur da drüben. Es sagt also gleich zwei Dinge aus. Einmal die Medienlandschaft. Wir wissen ja nun, wer das Buch Gekaufte Journalisten von Ulf Kotte gelesen hat. Der hat ja aus eigenem Erleben erzählt, wie bei ihm der BND in der Redaktion der FAZ aufgetaucht ist und ihm gesagt hat, schreib mal diesen Artikel über das libysche Chemiewaffenprogramm, wo der auch sagt, da habe ich nie eine Ahnung gehabt. Da kamen zwei Leute, wir wussten offiziell BND, die haben mir die Sachen gegeben, haben geguckt, was sie schreiben, haben es kontrolliert und dann abgehakt. Das läuft so. Also das muss man einfach wissen, die Presse funktioniert so. Es ist ja nicht der erste Fall. Was aber noch spannender ist bei der Geschichte, es zeigt eben, dass es den USA hier nicht um Demokratie und Wahrheit und weiß ich was geht. Es geht denen nur darum, einen Regime-Change durchzuführen im erdölreichsten Land der Welt. Und da sind auch die Fakten egal. Wenn einer sagt, ich habe hier Konten, dann sagen die, sperr die Dinger. Und die haben ja auch gesagt, am besten überweist das Geld gleich an Guaido. Das kann sich jeder anhören. Das sind ja zwei Telefonate, die sind beide in meinem Artikel unten in dem Video verlinkt. Nach dem ersten Telefonat und dem Schriftwechsel gab es ein zweites Telefonat noch. Die haben übrigens, das werde ich vielleicht auch noch veröffentlichen, die haben auch mit dem Guaido telefoniert noch in der Zeit. Nur ist das für Deutsche nicht hilfreich, das Video, weil
Sie haben immer die englische Übersetzung rausgeschnitten. Die haben also einen Dolmetscher mit drin gehabt. Und man kann also auf Russisch sehen, was die auf Englisch erzählen und hört die Antworten von Guaido in Spanisch, sprechen die da, glaube ich. Mhm. Und hat dann auf Russisch nur die Untertitel. Also darum habe ich es jetzt nicht veröffentlicht, weil man hört auf Englisch nur die Russen und wer kein Spanisch kann, kann damit Guaidos Antwort nichts anfangen. Aber den haben sie auch noch dran gehabt. Aber wie hat er sich denn da geschlagen? Was war denn die Reaktion von Guaido? Hat er sich auch offen gezeigt für diese Maßnahmen und dankbar? Und was war sein Statement? Den Kontakt hat ja, wenn ich das richtig verstehe, hat ja der Abrams selber vorhergestellt. Also es gab in dem Gespräch auch einen Part, wo sie sagten, sie würden auch noch mit Guaido telefonieren wollen. Er sagt, das ist kein Thema und so. Und dann haben sie also wirklich, das kam dann 2 Tage später auch noch raus, also wirklich, habe ich jetzt gerade gestern gesehen, haben sie wirklich den Guaido auch noch am Telefon gehabt. Also die haben es so richtig komplett durchgezogen. Also es ist echt eine lustige Nummer. Was leider sehr traurig ist, finde ich, dass in den deutschen Medien über dieses Thema 0,0 gesprochen worden ist. Ich überlege mir gerade, wenn Putin so einem Scherz zum Opfer gefallen wäre von irgendwelchen chinesischen Studenten oder sonst irgendwas, das würde rauf und runter in der Bildzeitung, Stern, FAZ, Feuilleton, Dreisat, das wäre überall, wäre das Thema, aber da wird es einfach unter den Tisch gekehrt, weil es ja doch ziemlich peinlich ist, ja, wenn man sieht, wie das State Department im Hintergrund da richtig arbeitet. Ich habe übrigens neulich noch für einen Artikel für den Guaido recherchiert und der Typ ist ja auch wirklich wie so nichts aufgetaucht, wie so der Heiland, der plötzlich vom Himmel herabgeschwebt ist. In Wirklichkeit ist er die letzten Jahre von den Amerikanern, von diesen Regime-Change-Fabriken kontinuierlich vorbereitet worden. Der war in einer radikalen Oppositionsgruppe, die auch massiv für Unruhen verantwortlich war. Also der hat mehrfach Straßenkämpfe oder so Straßen, echt heftige Unruhe, Aufmärsche hat der veranstaltet. Und er wurde sogar in Amerika in einem Studiengang von einem ehemaligen venezolanischen, von einer internationalen Heuschrecke mehr oder weniger ausgebildet. Der war nämlich jahrelang Chef des IMF, des International Monetary Fund, und hat da 10 Jahre lang gewütet im Energiesektor in Venezuela, bis ihm Hugo Chavez damals als Staatspräsident den Hut gereicht hat. Also sprich, der Ausbilder von Guaido war ein Mensch, der noch eine offene Rechnung, hatte mit der Regierung in Venezuela, und der hat den Guaido dann jahrelang geimpft in Taktiken, wie er das Ganze umbauen kann. Also ich kann auch dazu dir nachher noch den Link schicken. Ich habe dazu einen Bericht, das russische Fernsehen hat das sehr ausführlich recherchiert. Ich habe das auch überprüft gehabt, den habe ich auf meiner Seite. Der Guaido ist tatsächlich systematisch aufgebaut worden, angeblich aus armer oder Mittelklassefamilie, hat er plötzlich ein Stipendium gehabt, in Washington studiert. Eben bei, wie du sagst, bei diesem Venezuelaner, der da von Chavez rausgeschmissen wurde, hat also da auch einen Abschluss gemacht, kann trotzdem immer noch kein Englisch, der hat also ist da auf Spanisch eingewiesen worden und ist wohl auch schon in jungen Jahren durch diese Schule gegangen von den Leuten, die damals in Serbien gewütet haben, als Milosevic abgesetzt haben. Ja, genau. Ist also wirklich, alles genau. Ist also komplett durch die Schule gegangen und ist von den USA systematisch über 10 Jahre aufgebaut worden. Sicherlich parallel mit einem anderen, und jetzt wurde er ausgesucht. Aber er ist ein Kunstprodukt. Und was auch kaum berichtet wird in seinen politischen Einstellungen, ist, dass ein radikaler Nationalist, also nur nebenbei gesagt, das ist kein liberaler, freundlicher Mensch. Also ich habe ja jeden Tag, lese ich jetzt über Venezuela zurzeit, weil das ist ja wirklich das spannende Thema. Das ist für zukünftige Professoren, die an den Unis Politik lehren, irgendwann mal so das Poster, also die Blaupause für Regime Change. Das wird alles schön fein analysiert werden später noch. Und deswegen verfolge ich das so gerne. Aber ich habe einen Artikel gelesen über den Guaido. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mist, was wollte ich jetzt sagen? Ja, so ist es, wenn man live spricht. Also es geht darum, über diese Regime-Change-Praktiken, die jetzt gerade vor unseren Augen durchgeführt werden. Ich meine, wir sehen das ja auch an diesem rein zufälligen Blackout, der sich da gerade in der letzten Woche so fast landesweit ausgebreitet hat. Ich meine, jeder von uns, der schon mal in Südamerika im Urlaub war, der weiß, dass die Stromnetze in diesen Ländern nicht ganz so stabil sind wie bei uns. Das sieht man an den Installationen, an den Straßen. Aber dass genau in so einem Moment, wenn die Revolution nicht wirklich zündet, so wie es geplant war, dass dann plötzlich
ein großflächiger Stromausfall stattfindet und das dann auch über so viele Tage, das ist dann in meinen Augen schon ziemlich merkwürdig. Und es gibt ja jetzt zwei Versionen. Guaido macht die Regierung von Maduro für die Misswirtschaft und den desolaten Zustand der Infrastruktur verantwortlich. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich den Maduro selber, der sagt, Moment, das ist ein Angriff, wir haben hier Cyberwar-Attacken, das waren irgendwelche Spezialtruppen der United States Forces, die da im Dschungel von Kolumbien hocken, die hat man damit irgendwie beschäftigen wollen. Außerdem gibt es bestimmt Möglichkeiten von der NSA und vom Pentagon, das Ganze über Cyberwarfare zu machen. Also Snowden hat uns das damals ja schon gezeigt, dass ja, also das ist, kein Problem mehr ist heutzutage. Das ist der Punkt. Also wer jetzt hier kommt mit der Misswirtschaft, das erklärt für mich das nicht. Also es ist, wie gesagt, wir sehen ja an dem Telefonat von den Prankern schon, von den Russen, die Amerikaner machen alles, um Venezuela Druck auszuüben, die verschärfen Sanktionen. Und es spielt ja nur den Gegnern von Maduro in die Hände, wenn im Land jetzt eine ohnehin schon schwierige Situation noch durch den Stromausfall verschärft wird, die Leute dann, sich nicht waschen können, Kühlschränke ausfallen, Essen verdirbt, sie können nicht kochen. Das ist ja nichts, was den Menschen Spaß macht. Und dass nun genau dieser historisch schwerste Stromausfall aller Zeiten ausgerechnet zufälligerweise in dem Moment kommt, wo es den Amerikanern in den Hut passt, ist für mich ein, ja, ich glaube nicht an Zufälle. Also ich halte es damit Franklin D. Roosevelt und der hat gesagt, in der internationalen Politik gibt es keine Zufälle. Wenn etwas geschieht, war es so geplant. Ich habe, wie gesagt, du hast Snowden schon erwähnt. Wer sich mit den Snowden-Unterlagen beschäftigt, der hat ja gesehen, dass es nicht nur darum ging, dass die NSA uns alle abhört und alle unsere E-Mails liest. Es geht ja viel weiter. Der Snowden hat ja auch veröffentlicht, dass die NSA bei ihren Verbündeten, also namentlich auch Deutschland und Japan genannt, so viele Trojaner installiert hat. Wenn Deutschland morgen wirklich sagen würde, komm, wir machen Rammstein zu, schmeißen die Amis raus, gehen aus der NATO, dann würde in Deutschland der Strom ausfallen, die Krankenhäuser wären platt, die Ampeln gehen nicht, nichts mehr. In Deutschland ist die Rede von 70.000 Systemen, die von den NSA infiltriert wurden. Und ich will da mal ganz kurz wieder meine Präsentation rausholen, weil, wo haben wir das jetzt gehabt? Jetzt bin ich zu weit gelaufen. Ich habe hier einen Screenshot, das ist jetzt ein Artikel von, ich glaube 2015, war das auch schon mal Thema. Es gibt auch eine NDR-Doku dazu, wo das genau erklärt wird. Also die NSA hat entwickelte Länder, ihre Partner, ihre Verbündeten so derartig mit Trojanern durchsetzt, dass sie im Grunde jedes Land, in dem sie es möchten, das können sie ausschalten. So, und das dann in einem recht rückständigen Land wie Venezuela zu tun, ist also jetzt nicht das große Zauberkunststück. Deshalb habe ich da so meine Zweifel, dass diese Geschichte eben tatsächlich ein zufälliger Stromausfall durch Misswirtschaft ist. Das passt mir einfach zu gut ins Bild. Ist schon recht merkwürdig, muss ich dir auch recht geben. Und es passt halt auch in die große Strategie der Amerikaner rein, wenn das eben auf der Straße nicht so richtig zündet, wenn die Demonstrationen nicht wirklich den Druck auf Maduro und die Regierung weiter voranbringen, dann versucht man es eben mit schmutzigen Tricks. Die haben da ja alles Mögliche am Start, die ganzen Spezialkommandos und. Also das Thema bleibt wirklich spannend. Ich verfolge es wirklich jeden Tag und du bringst ja auch wirklich sehr viele Berichte von Venezuela. Du bist wie so ein Trüffelschwein, ja, das darfst du jetzt gar nicht falsch verstehen, aber du bist jemand, der so im Verborgenen nach den Schätzen sucht und ich finde dann auch immer so die Leckereien bei dir auf deiner Seite, auf Anti-Spiegel. Und also wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema. Das kann vielleicht genau umkippen, dass es nicht klappt, so wie die sich das vorstellen und die Regierung in Maduro vielleicht als Sieger herausgeht. Wer weiß. Also das. Ja, man muss es abwarten. Der Punkt ist, ich habe jetzt einen Artikel in der Mache, ich bin auch überlegen, ob ich den veröffentliche, weil mir die Quellenlage noch ein bisschen dünn ist. Und zwar ist ja immer die Frage, ich finde es immer spannend zu vergleichen, wie die westliche Presse über diese Großdemos von Guaido berichtet. Und wenn du dann mal suchst, das findest du in der westlichen Presse nicht. Es gibt ja auch Gegendemos von Maduro. Und wenn du dann mal versuchst, Schätzungen zu finden über die Teilnehmerzahlen, ist die Guaido-Demonstration meistens sogar kleiner. Also das heißt, ihm fehlt wirklich der Rückhalt in der Bevölkerung. Es ist in Südamerika, die Menschen kennen da aus den letzten Jahrzehnten oder sogar seit Beginn der Monroe-Doktrin 1823, kennen sie einfach die Tatsache, dass die Amerikaner meinen, sie sind da der Chef im Haus, die USA. Und die setzen da Regime ein und ab, wie sie wollen. Die Militärdiktatur in den 70ern, 80ern in Chile, Argentinien und so weiter, sind doch eine gute Erinnerung. Grenada wurde überfallen, Panama wurde überfallen in den letzten 20, 30 Jahren.
Die Stimmung in diesen Ländern ist in der Bevölkerung schon oft nur Gringo go home und Yankee go home, sodass ich nicht mal ganz sicher bin, ob diese US-Unterstützung dem Guaido sogar nicht eher schadet. Also so unzufrieden die mit dem Maduro sind, und ich kenne Leute in Venezuela, so unzufrieden die mit dem sind und so viel man da bemeckern kann, die Amerikaner, die US-Amerikaner sind da nicht beliebt, und das spiegelt sich auch im Guaido und seine Popularität wieder, die in der Tat sehr niedrig ist. Und ich versuche im Augenblick, wie gesagt, gesicherte Zahlen zu bekommen über diese, also neutrale Schätzung über die Teilnehmerzahlen, das ist ein bisschen schwierig. Aber es sieht also wirklich nach allem, was ich sehe, so aus, dass die Guaido-Demonstration klein ist als die von Maduro. Also ohne Druck von außen klappt es nicht. Da muss man sehen, wer den längeren Atem hat. Heute habe ich gerade gesehen, dass China Hilfe anbietet. China hat gerade Wirtschaftshilfe für Venezuela. Okay, also es gibt nämlich auch andere Player, die da mitspielen. Also Russland und China haben ja schon ihre Fühler ausgestreckt, die russischen Bomber, die letztes Jahr da gelandet sind, um mal zu sagen, hey, wir haben Venezuela auch auf dem Schirm, das ist ein strategischer Partner für uns. Und auch China hirscht jetzt schon vor. Also das ist eine Gemengelage, die bleibt spannend, und wir bleiben auf jeden Fall an diesem. Vielleicht noch einen Zusatz. Also man fragt sich ja, warum jetzt der Guaido ausgerechnet jetzt da sein Theater macht im Januar, weil man da angefangen hat. Der Grund ist eben genau, dass nicht etwa Menschenrechte oder so weiter, und auch das Öl ist nicht der Grund. Ja. Die Amerikaner hätten auch noch ein Jahr warten können. Die sind ja da sehr strategisch. Der Grund ist, dass die Russen mit den Venezuelern angefangen haben, über einen Militärstützpunkt zu reden. Mhm. Ja, da sind also strategische Bomber in Venezuela gelandet, die fangen an zu reden, lass uns einen schicken Hafen machen, da können wir unsere russischen Kriegsschiffe reinstellen und unsere Bomber aufstellen, und das finden die Amerikaner gar nicht witzig, da kam der Zeitdruck her. Und deshalb haben sie es jetzt wirklich sehr konstruiert. Also der Guaido beruft sich immer auf die Verfassung. Auch da habe ich einen Artikel zugeschrieben. Laut Verfassung ist das, was er macht, ein Verfassungsbruch. Weil in Venezuela steht in der Verfassung, wenn der Präsident gewählt, aber noch nicht ins Amt eingeführt ist und da irgendwas ist, dann würde Übergangspräsident der Parlamentspräsident werden. Das ist Guaido. Nur ist der eingeführt worden, der Maduro. Das heißt, jetzt, wenn du überhaupt den absetzen willst, dann müsstest du den Vizepräsidenten als Übergangspräsident einsetzen. Also der Guaido hat sich sogar widerrechtlich ausgerufen. Das ist ein kleiner Putsch. Also, und wie gesagt, der Zeitdruck kommt für mich ganz klar aus dem Grund, dass die Russen da jetzt angefangen haben, über Militärstützpunkt zu reden. Das finden die Amerikaner gar nicht witzig. Und China hat 70 Milliarden Investitionen drin. Die sind auch nicht glücklich. Also das ist in der Tat spannende Gemengelage. Wir bleiben dran an diesem Thema. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Ausgaben da bestimmt nochmal drüber sprechen wollen. Also unser Plan ist ja, dass wir dieses Format alle 2 Wochen ungefähr rausbringen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich glaube, die Nachrichtenlage gibt es auf jeden Fall her. Die Anzahl deiner Blogbeiträge 2-mal. Aber ich habe mir noch ein anderes Thema ausgesucht, oder wir haben über ein anderes Thema gesprochen, was wir hier bearbeiten wollen. Und zwar ist es zwar schon etwas länger her, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, darüber einmal zu sprechen in Bezug auf die Konstruktion von Nachrichten in unseren Medien. Wenn ein Ereignis passiert, was dann unsere Medien daraus machen und was die eigentlichen Hintergründe zu dieser Nachricht eigentlich waren. Und ich spreche konkret von dem Vorfall von Kertsch im letzten November 2018, als eben ukrainische Boote, irgendwelche kleinen Torpedoboote, so kleine Militäreinheiten da einen Vorfall inszeniert oder provoziert haben in dieser Meerenge von Kertsch, wo jetzt diese Brücke das russische Festland mit der Halbinsel Krim verbindet. Du hast es noch ziemlich in Erinnerung, hast du mir neulich mal gesagt. Warum war das? War das nicht dein Geburtstag, an dem das passiert ist? Ja, genau. Ich wollte eigentlich an dem Tag nicht schreiben, und dann passierte diese Geschichte und ich habe die live im Fernsehen verfolgt, und dann konnte ich nicht anders als damals darüber zu schreiben. Ja, es war genau Ende November an meinem Geburtstag. Das war lustig. Jetzt hilf mir doch mal bitte zu verstehen, wie die russischen Medien über dieses Ereignis berichtet haben. Wir sprechen dann gleich darüber, wie in den deutschen Medien darüber berichtet worden ist. Was hast du als erstes von diesem Vorfall erfahren damals? Ja, zunächst mal war das ja so, dass dann einfach nur die Meldung kam, ups, da sind ukrainische Schiffe in russische Gewässer eingedrungen und irgendwie ist das Ganze ein bisschen komisch. Jetzt mussten sie die Durchfahrt sperren von der Brücke. Und ich denke, um das zu verstehen, zeige ich es einfach mal auf der Karte. Und jetzt wird eben sehen, wo ich die habe hier. So, und zwar ist die hier, und dann muss ich die, so, Technik live, Leute, so sieht das aus, wenn es live ist. Da. So, das ist die Karte. Also, wir sehen hier Schwarzes Meer. Wir sehen hier die Krim. Und dann sehen wir hier die Straße von Kertsch. Da geht es also vom Schwarzen Meer durch diese Meerenge durch ins Asowsche Meer. So, jetzt ist der Trick folgender. Die
Krim ist ja, hat sich zu Russland wechseln lassen wollen, also durch dieses Referendum. Und die Ukraine hat daraufhin eine Komplettblockade gemacht, da war dann kein Strom mehr und so weiter. Die Russen haben also im Eiltempo Infrastruktur legen müssen. Unter anderem haben sie im Eiltempo diese Brücke gebaut, um die Krim versorgen zu können. So, die Straße von Kertsch ist auch ohne die Brücke schon dünn genug. Die Fahrrinne ist irgendwie 120 Meter breit. Das heißt, da war immer schon Lotsenpflicht. Und das ist auch in der Regel eine Einbahnstraße, wo eben die Schiffe entweder von Süden nach Norden durchfahren oder umgekehrt. Weil wenn zwei Gefahrguttransporter oder zwei Tanker da miteinander kollidieren, ist das nicht witzig. Das heißt also, im Grunde war da immer Lotsenpflicht. So, das heißt, die Regel ist, man muss seine Durchfahrt 72 Stunden vor anmelden, damit die Lotsen den Verkehr planen können und das alles reibungslos läuft. Das hat die Ukraine auch immer gemacht. Die hat im September Kriegsschiffe durchgeschickt, angemeldet, sind durchgeschickt worden, kein Thema. Und nun passierte Folgendes an diesem Ende November 26. Passierte Folgendes. Da kamen die Schiffe hier von Süden, ohne sich angemeldet zu haben, und drangen in russische Gewässer ungefähr hier ein. So, das muss man gleich mal wissen. Man könnte jetzt noch diskutieren, wenn es die Gewässer der Krim wären. Die Krim gehört ja für Ukraine noch zur Ukraine. Aber wir reden hier von den Gewässern vom Festland Russland. Das war nie ukrainisch. Also das heißt, völlig zweifelsfrei eine Grenzverletzung. So, dann sind die Schiffe eine Zeit lang rumgefahren, haben alle Funksprüche ignoriert. Die Russen mussten die Durchfahrt sperren. Da war auch noch ein Schiff mit Motorschaden, das da vor der Brücke lag. Und mussten also die Durchfahrt generell sperren, weil das zu gefährlich war. Weil diese Schiffe, die hätten ja sonst jederzeit in die Fahrrinne rein, in den Verkehr reinfahren können. Und dann haben die eben stundenlang versucht, mit den Ukrainern Kontakt aufzunehmen. Und am Ende haben sie dann nach, ich glaube, 5 oder 6 Stunden, haben sie dann schließlich die Schiffe gerammt und aufgebracht. Es ist auch geschossen worden, gab aber keine Toten. Es gab ein paar ukrainische Soldaten, die Splitterverletzungen hatten von der Schießerei, aber also keiner schwer verletzt. So, und dann passierte also Folgendes. Die westlichen Medien machten daraus dann, das ist also wirklich spannend zu konstruieren, eine russische Provokation. Ich frage mich den ganzen Tag, worin eine russische Provokation liegt, wenn die Ukraine Russlands Grenzen verletzt. Oder anders gesagt, wenn morgen chinesische Torpedoboote vor Los Angeles durch die Gegend fahren, dann würden sie wahrscheinlich nicht von einer amerikanischen Provokation reden. Also es ist, die Ukraine hat zweifelsfrei und unbestritten die russischen Gewässer verletzt. Daraus eine russische Provokation zu basteln, ist einfach nur ein Zauberkunststück der Medien. So, aber dann ging es weiter. Nachdem die Schiffe dann aufgebracht waren, wurden sie auch durchsucht. Und der russische Geheimdienst hat dann veröffentlicht, was da so alles gefunden wurde. Die Schiffe waren also bestens bewaffnet. Und sie hatten auch Befehle an Bord, aus denen hervorgeht, also wo wörtlich drinsteht, die Schiffe sollten, das ist also spannend, die Formulierung, unauffällig die Grenze, also diese Passage machen. Und wie das gehen soll, ist völlig rätselhaft. Aber so steht es wirklich wörtlich in diesen Befehlen drin. Also das war ein ganz klarer Befehl, verletzt die Grenze. Könnte man jetzt sagen, das russische Propaganda, Problem an der Geschichte ist, dass die Ukraine das im Grunde bestätigt hat. Hier habe ich den Screenshot. Das ist die Seite des ukrainischen Geheimdienstes, SBU in Englisch. Datum 27. November, also am nächsten Tag. Die Russen haben mitgeteilt, so und so ist es. Da waren die Befehle und auf den Schiffen waren auch Geheimdienstoffiziere der Ukraine. Das war eine Provokation. Jetzt könnte man sagen, russische Propaganda. Das Problem ist, die Ukraine bestätigt das alles. Also das heißt, hier kann man lesen, Chef des SBU bestätigt die Anwesenheit von SBU-Offizieren an Bord der ukrainischen Schiffe, die von Russland gekapert wurden. Der Rest von dem Text ist dann das übliche böse Aggressorstaat Russland. Aber wie gesagt, die harten Fakten sind, die russische Version wurde von Kiew bestätigt. Also es gibt überhaupt keinen Streit darüber. Ich verstehe nicht, warum dann Kiew selber sogar bestätigt, dass es eine Geheimdienstoperation war, weil das impliziert das Ganze ja dann, wenn ich hier einen Geheimdienstmensch da drauf habe, dann ist der einen, nicht mehrere, Glück, mehrere. Sondern mit einer genauen Anweisung. Das widerspricht ja eigentlich dem, dass die Russland eine False Flag unterschieben wollten, oder? Ja, wie gesagt, also es ist wirklich, ich bin begeistert, in Anführungsstrichen, von den Kunststücken der westlichen Medien, wie sie das als russische Provokation darstellen. Also wir haben objektiv und unbestritten eine Grenzverletzung durch die Ukraine. Wir haben unbestritten die Befehle, die Grenzen zu verletzen. Wir haben unbestritten Geheimdienstoffiziere auf den Schiffen. Aber Russland ist schuld. Mhm. Also das ist so abenteuerlich. Aber wie gesagt, es wird dann, ich habe das auch in meinem, also wer auf meinem Blog mal geht
und dann einfach Kertsch eingibt, der findet eine ganze Menge Artikel darüber. Ich habe das auch mal analysiert, wie dann die Sprachregelungen geändert werden. Also wenn man an den ersten ein, zwei Tagen noch relativ wahre Berichte in den westlichen Medien findet und wie dann die Sprachregelungen festgesetzt werden, plötzlich neue Formulierungen und dann sind die alten Sachen vergessen. Das ist also, das war ein Paradebeispiel wirklich für Desinformation in westlichen Medien. Auch mal einfach Kertsch als Suchfunktion eingeben. Ich habe da, was ich, 7, 8 Artikel, könnt ihr lesen. Es ist spannend. Und das Tolle ist ja auch, es hat sich niemand die Mühe gemacht, mal vor Ort zu recherchieren, was da eigentlich genau passiert ist. Die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrem Milliardenbudget haben niemand mal hingeschickt. Das einzige Filmteam, das war ein Filmteam, das die Jungs aus Leipzig von Noviso, von uns, also haben die da hingeschickt. Und diesen Beitrag, den dann das Kamerateam vor Ort gemacht hat, der lief schon bei uns bei Noviso und den würde ich jetzt einfach hier mal einspielen, damit man mal hört, was der Hafenmeister von der Straße von Kertsch, von diesem Gebiet zu diesem Tag damals eigentlich gesagt hat. Bitteschön. Worüber im Fernsehen nur die Korrespondenten aus dem fernen Moskau berichten, schauten wir uns genauer an. Mit einem Kamerateam machten wir uns auf den Weg auf die russische Halbinsel Krim. Die Vorgeschichte des Vorfalls spielte im Hauptgebäude der Hafenbehörde in Kertsch. Deren Chef trug an jenem Tag die Verantwortung über die Geschehnisse. Er sagt, die Ukrainer hätten Sicherheitsregeln verletzt, obwohl sie die zuvor immer eingehalten hätten. Haben die Ukrainer sich bislang an die Regeln gehalten beim Durchfahren der Straße von Kertsch? Ja, auch die Militärschiffe. Im September zum Beispiel passierte die Donbass, die vom Schlepper Kares geschleppt wurde, die Straße. Das hatten sie, wie vorgeschrieben, 72 Stunden vorher beantragt, wurden dann in den Fahrplan aufgenommen, erhielten von uns einen Lotsen an Bord und passierten die Meerenge in Richtung Asowsches Meer. Gab es dieses Mal einen Antrag oder nicht? An diesem 25. November stellten sie keinen Antrag zur Durchfahrt. Gegen 9.20 Uhr meldeten sie sich und baten, auf Kanal 3 zu gehen, wo sie uns sagten, wer sie sind. Und das war's auch. Erhielten den Hinweis, am Ankerplatz 471 vor Anker zu gehen. Sie ignorierten unsere Funkrufe, fuhren weiter nach Nordosten, überquerten den Ankerplatz 471, der die Grenze zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine darstellt und die bereits vor dem Anschluss der Krim an Russland existierte. Nach dem Intermezzo mit den russischen Seestreitkräften drehten sie um und begaben sich zu ihrem zugewiesenen Ankerplatz, wo sie auf Anweisungen hatten warten sollen. Da es sich um flache Gewässer handelt, können Schiffe hier nur in einem engen Kanal von 120 Metern Breite navigieren. Damit es zu keinen Unfällen kommt, gilt hier allgemeine Lotsenpflicht. Wenn Schiffe den Anker lichten und losfahren wollen, wissen die Kapitäne ja nicht, welche Schiffe sich ebenfalls auf den Weg machen wollen. Das weiß nur der Operator, der sie sicher hindurchleitet. Indem sie also einfach über den Ankerplatz fuhren, riskierten sie andere und verletzten die ukrainisch-russische Grenze, die es schon vor dem Anschluss der Krim gab. Außenminister Heiko Maas hatte erklärt, Russland habe die Brückendurchfahrt für die Ukrainer gesperrt. Stimmt nicht, sagt der Hafenmeister. Da konnte nichts in Richtung Norden fahren, weil dort gerade eine Einbahnstraße in Richtung Süden gebildet worden war. Die Vorbeifahrt an Schiffen, die Gefahrengüter transportieren, ist streng verboten. Nach unserer Regel dürfen die Schiffe an anderen Schiffen, die Gefahrengüter transportieren, nicht vorbeifahren. Deswegen wird da stets eine Einbahnstraße gebildet. An diesem Tag hatte ein großer Frachter mit Gefahrengut an Bord eine Motorpanne und blockierte den ganzen Kanal. Deswegen ging es mit der Karawane nicht vorwärts. Er sollte vom Hafen in Kertsch aus in Richtung Süden fahren. Als der Tanker liegen blieb, mussten die Operatoren den gesamten Kanal stilllegen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich finde es spannend, eben, dass das in Deutschland nicht kommt, dass wirklich dann so ein kleines Team wie Nuoviso auf die Krim fahren muss,
oder dir jemanden hinschicken muss, der dann dein Interview macht. Für mich ist das natürlich völlig normal, weil ich kann Russisch, ich wohne in Russland, ich sehe, also das, was ihr da jetzt zeigt, was für Deutsche ganz neu ist, ist für mich der Informationsstand vom ersten Tag an. Und ja, es wirft ein trauriges Licht auf die deutschen Medien, dass sich diese Mühe niemand gemacht hat. Man könnte ja sagen, das ist die Version und wir glauben sie nicht, weil, aber es wird einfach gar nicht berichtet. Und das ist schon ja, dreist, muss man sagen. Wirklich dreist. Ja, und vor allem, wie dann dieser Vorfall hinterher immer wieder instrumentalisiert wird. Es ist also nichts belegt, nichts bewiesen, alles nur Behauptungen. Es wird einfach nur eine Vermutung angestellt. Und aufgrund von diesen ganzen Annahmen wird dann weiter Politik gemacht. Und jetzt habe ich neulich gerade wieder eine aktuelle Ausgabe von unserer beider Lieblingssendung gesehen, Arte mit offenen Karten. Das werden wir auch nochmal im Detail auseinandernehmen in einer anderen Folge. In dieser Sendung wird dann immer mit einfachen Grafiken und Landkarten die Geostrategie von manchen Ländern erklärt. Und auch dort in der letzten Ausgabe oder vorletzten Ausgabe wurde dieser Vorfall von Kertsch zusammen mit dem Skripal-Vorfall, mit MH17 und der Annexion von der Krim genommen, um Russland in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Also so nach dem Motto, man schmeißt einfach mit Dreck in der Hoffnung, dass irgendetwas schon hängen bleibt und dann kann man sagen, ah, schaut mal, wie schmutzig der da ist. Das ist immer die gleiche Masche und erstaunlicherweise funktioniert es aber auch. Ja, es kommt noch besser. Heute gerade habe ich gelesen, die EU hat heute beschlossen, dass sie jetzt gegen, ich glaube, 5 oder 6 russische Offiziere Sanktionen wegen des aggressiven Verhaltens Russlands im Fall von Kertsch verhängt hat. Also man muss wirklich schon, wie gesagt, es ist wirklich dreist gelogen. Russland hat da nichts provoziert. Im Gegenteil, die haben sich ihre Grenze, ich glaube, 6 Stunden verletzen lassen, haben nichts gemacht und dann irgendwann haben gesagt, so, nun reicht's aber. Und das ist jetzt sogar ein Grund für Sanktionen. Also es ist Abenteuer. Es ist wirklich Abenteuer. Und alles wird immer begründet mit dieser Annexion der Krim. Also du hast ja auch in deinem Buch Ukraine über 1000 Seiten das Ganze detailliert aufgedröselt. Also das ist ja auch ein Mammutwerk, was du da fabriziert hast. Da kann man im Detail nachlesen, wie die ganzen Hintergründe zu der Maidan-Revolution sind und so weiter. Und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, dass es ja eigentlich gar keine Annexion war, sondern eine Sezession der Bürger auf der Krim, dann wird diese ganze inszenierte Manipulation und Provokation ja noch mal lächerlicher. Also man versucht halt einfach alles, um das Ganze wieder, um Russland wieder den schwarzen Peter zuzuschieben. Und ich meine, wenn man sich die Situation in der Ukraine nur mal vorstellt, also ich bin mir sicher, heute sind die Bewohner auf der Krim heilfroh, dass sie nicht zum Staatsgebiet von der Ukraine gehören, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also sicherlich, auf der Krim gab es Schwierigkeiten, das gab Probleme mit der Stromversorgung eine Zeit lang. Aber ich kann einfach nur ganz klar sagen, auf der Krim sind die Leute definitiv happy. Sie haben ja nun auch mehrheitlich dafür gestimmt. Sie sind ethnische Russen. Und dass die zu ihrem Volk wollen, also zu den Leuten, wo sie sich zugehörig fühlen, das kann jetzt niemanden wirklich verwundern. Und dann, wenn man sich die Situation in Kiew jetzt einmal generell anguckt, dann ist das, ja, es ist grausam, was in der Ukraine wirtschaftlich da passiert ist. Ich habe dazu auch mal was vorbereitet. Das muss ich jetzt ganz kurz in die Präsentation aufmachen. Zack, hier ist sie. Und zwar habe ich mal vorbereitet Wirtschaftsdaten. Es ist also ganz spannend in der Ukraine. Das ist jetzt das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine, kann jeder überprüfen. Den ersten Einbruch hat es erlebt 2007. Das war nach der Orangen Revolution, die uns ja auch im Westen als ein Volksaufstand verkauft wurde. Das war ein orchestriertes Ding. Und dann hat die Timoschenko damals als Premierministerin das Land runtergewirtschaftet. Man sieht den Einbruch hier. Dann ging es aufwärts, komischerweise ab 2010, als der angeblich pro-russische Präsident Janukowitsch an der Macht war. Und dann sehen wir den nächsten Einbruch 2014, sprich nach dem Maidan. Da hat die ukrainische Wirtschaft 50% ihrer Wirtschaftskraft verloren durch die unsinnige Politik, die diese Regierung in Kiew da macht. Man kann das auch sehen an den Schulden. Auch hier sehen wir ein Bild. Die ukrainischen Auslandsschulden sind nach der Orangenrevolution explodiert, zwar 2007, sind dann ab 2010 unter dem bösen, angeblich pro-russischen Präsidenten Janukowitsch stabilisiert worden und nach dem Maidan wieder explodiert. Kiew fängt heute komplett am IWF. Die mussten enorm, also ganze Subventionierung von Wohnnebenkosten, Gas und so weiter, warmes Wasser, Heizung, Strom, musste alles abgeschafft werden, war Bedingung des IWF. Allein im letzten Jahr sind die Preise dafür um das 10-fache gestiegen. Und wir sehen auch die
Entwicklung der Löhne, die auch nach 2007, nach dieser pro-westlich-orangen Revolution gefallen sind, dann wieder gestiegen unter den bösen pro-russischen, angeblich pro-russischer, war nicht pro-russisch, war er ja nicht mal, aber unter diesem Präsidenten Janukowitsch und dann wieder 2014 Maidan und wieder der Einbruch, da sind die Gehälter mal eben um die Hälfte eingebrochen und jetzt liegen die Durchschnittsgehälter in der Ukraine bei 150 Euro. Und wenn man sich jetzt überlegt, die zahlen das gleiche für die Wohnnebenkosten wie in Deutschland, also sprich, du zahlst 100 Euro Wohnnebenkosten und hast 150 Euro Gehalt, dann wird das mit dem Essen verdammt eng. Mhm. Und das hat in der Ukraine dazu geführt, dass die Leute ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen, auch ihre Gasrechnung nicht. Das führte dazu, dass die Stadtwerke die Einnahmen nicht hatten, um ihre Gasrechnung beim Gasversorger zu zahlen. Und das führte dazu, dass der Gasversorger ganze Städte von der Gasversorgung abgeklemmt hat. Und das war im Winter bei minus 20 Grad nicht witzig, ohne Heizung und ohne warmes Wasser. Also das sind Zustände in der Ukraine, die man sich kaum vorstellen kann. Und du hast es eben erwähnt, ich dann teile es mal in die Kamera, im Augenblick noch nur als E-Book, wir werden es wahrscheinlich drucken. Auch, das ist dieses Buch, was ich mal geschrieben habe damals über diesen Vorfall in der Ukraine, das jetzt rausgekommen ist, über diese ganze Geschichte, was 2014 gelaufen ist. Es hat in der Druckversion knapp 1000 Seiten, ich glaube 960. Auf Kindle ist anders formatiert, das sind 650 Seiten, aber es ist also tatsächlich unglaublich detailliert und geht die ganze Chronologie dieses Ukraine-Konfliktes durch, wo man eben auch genau sehen kann, wie war der Maidan, wer stand dahinter, wer hat ihn finanziert. Das ist heute alles offen, weil die zuständigen Organisationen ihre Jahresberichte veröffentlicht haben. Da kannst du genau sehen, wer wen bezahlt hat und wie das orchestriert wurde. Mhm. Also es ist ein abenteuerliches Ding, wo du vorhin sagtest, Venezuela, wir sehen jetzt gerade da die Blaupause für einen Regime-Change. In diesem Buch oder in diesem Vorfall 2014, Maidan und so weiter, da kann man es noch deutlicher sehen, weil die Unterlagen heute offen sind. Bei Venezuela werden wir wahrscheinlich noch ein Jahr warten müssen, bis alle Unterlagen offengelegt sind. Aber in der Ukraine ist es alles offen schon. Also es ist kein Geheimnis. Also ich würde gerne mit dir schnell, nicht schnell, sondern wir haben Zeit, wie wir brauchen. Ich würde gerne mit dir das aus dem Ukraine-Putsch herausklamüsern. Und zwar ist es diese Scharfschützengeschichte auf dem Maidan. Also man hat es ja damals gesehen, das war dann eben im Februar 2014, als die Demonstrationen immer gewalttätiger geworden sind. Und im Handbuch für Regierungsumstürze muss irgendwo ein Kapitel drinstehen, lass viel Blut fließen auf beiden Seiten. Ja, und schiebt es dann auf die jeweilige zu dämonisierende Seite. Es gibt seit Jahren sehr viele Wissenschaftler, die sich diesem Thema gewidmet haben und es gibt mittlerweile auch sehr viele Informationen darüber, wer da von wo, auf wen, mit welchen Waffen geschossen hat. Lass uns doch mal ein bisschen zurückgehen in die Zeit von damals. Du hast es ja wirklich in einem langen Abschnitt in dem Buch behandelt. Kannst du uns sagen, wer mit aller größter Wahrscheinlichkeit damals für diese vielen, vielen Toten an diesem Tag verantwortlich war? Aufklabüstern ein bisschen. Ich habe übrigens tatsächlich zu dem Kapitel auch im Buch ausführlich geschrieben. Das habe ich sogar als Leseprobe auf meine Seite gestellt. Wer ein bisschen sucht, findet das unter dem Stichwort Maidan. Und zwar war die Ereignisse, die dann passierten am 21. Februar 2014, als da diese Todesschüsse waren, das war keineswegs überraschend. Wer also Russisch oder Ukrainisch versteht, der hat schon in der Presse am Vortag lesen können, dass sich die bewaffneten Kräfte des Maidan, der rechte Sektor, hat aufgerufen für den nächsten Tag, hat gesagt, bewaffnet euch für den friedlichen Angriff auf das Regierungsviertel. Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben, wie ein Angriff friedlich sein kann und wie man für einen friedlichen Angriff Waffen braucht. Aber es war klar, es passiert was am nächsten Tag. Und dann ist es auch losgegangen. Also es ist sehr zeitnah, hat damals die ukrainische Vesti berichtet, die hatten so einen News-Ticker. Und der begann also um 9 Uhr damit, dass die ersten Schüsse gefallen sind. Dann berichtete auch darüber, dass auf die Polizisten geschossen wurde. Also das heißt, der Maidan ist auf die Polizisten los, hat geschossen. Die haben sich zurückgezogen, sind geflohen und haben dann später vom Innenminister tatsächlich auch Waffen ausgehändigt bekommen. Die hatten zuerst gar keine. So, und dann kam es eben auch zu diesen komischen Schüssen, wo dann plötzlich beide Seiten getroffen wurden. Und das waren also diese berühmten Scharfschützen. Wer es war, offiziell weiß man es nicht, aber es gibt eben genug Hinweise darauf, dass das aus dem Hotel Ukraina geschossen wurde. Hotel Ukraina ist auf dem Maidanplatz, war das Hauptquartier der Opposition, da saß also nicht die Regierung drin. Und die Sendung Monitor hatte schon im April 2014 gezeigt, auf der Straße sind Alleebäume und da waren Einschusslöcher drin und da kannst du mit dem Laserpointer in das Loch rein und dann siehst du, aus welchem Fenster da oben geschossen wurde. Weil das so offensichtlich war, hat Kiew die Alleebäume gefällt, die sind weg, die haben sie gleich abgeholzt dann.
Und Kiew sollte ja dann ermitteln. Das war ganz lustig, weil die haben dann ja, die Maidan-Regierung hat einen neuen Staatsanwalt eingesetzt, Machnitsky. Der war, wir würden sagen, Nazi. Also der war in allen Nazi-Organisationen der Ukraine, Prisup, rechter Sektor, Svoboda, da war er überall gut vernetzt und auch Mitglied. Der wurde Generalstaatsanwalt und hat nun also diese Schüsse aufklären wollen, was natürlich im Westen nie berichtet wurde, welche Vergangenheit er hat. Und die UNO hat inzwischen 22 Berichte zur Menschenrechtslage rausgebracht beim UNHCR. Wer ein bisschen sucht, findet die. Die sind auf Englisch. Und in allen 22 Berichten wird Kiew kritisiert, weil es diese Ermittlungen verschleppt. Es war sogar teilweise von Verschleierung und Vertuschung die Rede in den UNO-Berichten. Findet in der westlichen Presse nicht statt. Der aktuelle Bericht ist jetzt vom Februar. Da steht es auch wieder drin, Maidan nicht aufgeklärt und geht nicht voran und so weiter. Also offiziell wissen wir nichts, aber die Laserpointer, und das ist dokumentiert, zeichnen auf das Hotel Ukraina. Es ist ja auch interessant, dass eben wirklich beide Seiten beschossen wurden. Das ist ja das aus dem Handbuch, wie du sagst, Regime Change sorgt dafür, dass beide Seiten Blut verlieren, dann liegen die Nerven blank und dann gehen sie aufeinander los. Genauso ist es passiert. Es wurden Polizisten angeschossen und erschossen. Es wurden Demonstranten angeschossen und erschossen. Mhm. Und dann hat es natürlich geknallt, dann gab es richtig Ärger in Kiew. Und das ist ganz normal, da kochen die Emotionen hoch, das kannst du dann nicht mehr bremsen. Und das hat natürlich nur denen geholfen, die den Maidan zum Sieg bringen wollten und nicht etwa die Regierung, die dann vielleicht den Maidan unterdrücken wollte. Spannend zum Schluss ist noch, das habe ich im Buch auch sehr ausführlich dargestellt, dann die deutsche Berichterstattung gewesen an diesem Tag. Denn wie gesagt, in den ukrainischen, russischen Medien war es live, 9 Uhr geht die Schießerei los. Und im Spiegel, das habe ich alles auch verlinkt, kann man dann also sehen, ab 12.30 Uhr deutscher Zeit, wie sich der Korrespondent meldet, das ist so mein Lieblingskorrespondent beim Spiegel, der meldet sich um 12.30 Uhr mit der Nachricht im Live-Ticker der Spiegel, ja, ich bin hier gerade aufgetaucht, ist wohl Chaos, die laufen durch die Gegend, das wird von Schüssen gesprochen, ich habe aber nichts gesehen. Und das war, wie gesagt, 12.30 Uhr deutscher Zeit, das ist ukrainische Zeit 13.30 Uhr. Also sprich 4,5 Stunden nach den Ereignissen gemeldet sich der Live-Tick aus der Spiegel mit den Worten, ich habe nichts gesehen. Und danach kam dann sofort die Nachricht mit Videos im Spiegel, ja, seht hier, wie grausam die ukrainische Polizei gegen die Demonstranten vorrückt. Dann haben sie ausgewählte Videos gezeigt, wo die Polizei inzwischen mit Gewehren ausgerüstet sich gegen die Schüsse wehrt. Also es ist, war abenteuerlich, allein dieser zeitliche Zusammenhang. Also es gibt doch im italienischen Fernsehen... Im italienischen Fernsehen gab es letztes oder vorletztes Jahr, jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das 17 oder 18 war, gab es eine Dokumentation, wo angebliche georgische Scharfschützen ausgesagt haben, dass sie im Auftrag des Maidan, also der oppositionellen Gruppen, angeheuert worden sind mit der Anweisung, auf alle Richtungen zu schießen, also auf alle Seiten zu schießen. Sowohl die Berkut-Einheiten von Janukowitsch als auch die friedlichen Demonstranten. Das hat in Italien ja ein bisschen Aufsehen erregt, also da haben es natürlich viele Leute gesehen, aber irgendwie ist es in unseren Medien offensichtlich vollkommen nicht beachtet worden, niemand hat das aufgegriffen. Hältst du denn diese Herrschaften für authentisch und was kann denn deren Motivation gewesen sein, jetzt da in die Öffentlichkeit zu gehen, weil die müssen natürlich davon ausgehen, dass der SBU da nicht so glücklich ist drüber, ja? Ja gut, also ich, wie gesagt, ich bin immer vorsichtig mit solchen Sachen. Also wer die Scharfschützen waren, wissen wir nicht. Und da nun jemanden vor die Kamera zu zählen, der kann es gewesen sein, kann auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich halte mich immer einfach lieber an die Fakten bei solchen Sachen. Und die Fakten sind, wir haben die Einschusskanäle in den Bäumen. Wir haben Videos davon, wie Demonstranten, und jetzt muss man eben Kiew sich auskennen, wie die Demonstranten von hinten angeschossen werden. Polizei ist vor ihnen und man sieht auf den Videos, wie die von hinten angeschossen werden und hinter ihnen auf der Straße, wo sie stehen, hinter ihnen ist dieses Hotel Ukraina. Mhm. Das heißt, es gibt reichlich Hinweise darauf, dass zumindest von dem Hotel geschossen wurde. Es gibt auch noch Hinweise auf ein anderes Gebäude, wo welche auf dem Dach gesessen haben sollen. Wer es jetzt war, also kann man raten, Georgier kommen in Frage, weil auch da gab es ja die, wie hieß die damals, Nelken, Tulpen, irgendwas Revolution, wo sich Saakaschwili an die Macht geputscht haben. Da gibt es also durchaus Leute, die das machen könnten. Will ich mich nicht festlegen. Ich halte mich wirklich an das, was man relativ gut offensichtlich und objektiv sehen kann. Das sind die Einschusskanäle. Und ich halte mich dann auch immer gerne an die UNHCR, das eben regelmäßig berichtet, wie gesagt, seit 2014 22 Mal, Kiew klärt nicht auf. Mhm. Kiew vertuscht. So, das sind objektive Fakten, an die halte ich mich. Der Rest ist Spekulation. Diese Georgier, ich kenne die Geschichte. Die Geschichte von diesen Georgiern. Das kann echt sein.
muss aber nicht. Aber es gab Scharfschützen, man weiß bis heute nicht, wer die sind, und die Einschusskanäle deuten nicht auf die Polizei. So, das ist das, was wir wissen. Mhm. Und ja, ich bin immer vorsichtig mit Spekulationen, das mache ich ungern. Und an diesem Ereignis damals hat sich dann der ganze Regierungsumsturz entzündet. Janukowitsch musste fliehen, oder das war die offizielle Version. In Wirklichkeit ist er auf eine Konferenz gefahren, die schon lange angekündigt war. Und dann hat man eben den Maidan, die Kräfte des Maidan in die Regierung gebracht. Und das wurde dann sofort anerkannt. Also auch da wieder das gleiche Muster, wie wir es jetzt in Venezuela ersehen. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, einen oppositionellen Führer als neuen Staatschef zu positionieren, kommt sofort die Anerkennung von den jeweiligen Kräften, die im Hintergrund des Putsches standen, und die Trittbrettfahrer in der EU sind natürlich dann gleich mit dabei und springen auf dieses Brett auf, und das haben wir gesehen, unsere deutschen Politiker waren drüben und konnten gar nicht schnell genug den, wie hieß er dann noch, Jasenjuk, genau. Jatz, den haben sie dann sofort anerkannt. Ja. Also es ist wirklich immer wieder die gleiche Masche, und ich bin eigentlich schon fast froh, dass die Nummer jetzt in Venezuela so ein Rohrkrepierer wird, dass immer mehr Leute aufwachen und sagen, hey, das gibt's doch gar nicht, das ist doch alles eine abgekartete Sache da drüben, das ist doch genauso wie da in der Ukraine schon fast, ja. Ja, vor allem, das Muster wiederholt sich, also ich habe ja schon erzählt, dass der Guaido gerade gegen seine Verfassung verstößt mit seiner Selbsternennung. Ja, ja. Die ganze Maidan-Geschichte war auch ein Verfassungsbruch, kann ich kurz aufzählen, also zunächst einmal war es so, der Reihe nach, es gab ja dann nach diesen Schüssen, gab es die Verhandlung mit Janukowitsch, da saßen der deutsche Außenminister Steinmeier, der sich heute Präsident schimpfen darf, der polnische und der französische Außenminister zusammen mit russischen Vertretern am Tisch mit Janukowitsch und der Opposition. Und die haben sich dann geeinigt auf den Machtübergang. Janukowitsch hat kapituliert, hat alles unterschrieben, machen wir Neuwahlen, alles super, kein Thema. Und dann setzen die sich alle ins Flugzeug, fliegen nach Hause. Die haben unterschrieben als Garanten dieses Abkommens. Ja. Setzen sich ins Flugzeug und die sind noch nicht mal zu Hause gelandet. Da stürmt dann der rechte Sektor, schon das Regierungsviertel, ruft sich selbst zur Regierung aus mit dem Jatsenjuk. Und da müsste doch eigentlich, wenn ich als Garant für ein Abkommen unterschrieben habe, Herr Steinmeier, meine Frage an Sie, müsste ich doch aus dem Flugzeug steigen in Berlin und sagen, hallo, ich habe das so nicht unterschrieben. Ja, geht mal zurück zum Abkommen, könnt doch Wahlen in 3 Monaten machen. Warum müsst ihr da jetzt einen Putsch durchführen? Hat er nicht gemacht, er hat es anerkannt. Und das war eben wirklich auch komplett Verfassungsbruch. Also als sie dann, also die ukrainische Verfassung sagt ja eindeutig, in der damaligen Version, der Präsident kann abgesetzt werden durch Tod, nein, er lebte noch, gesundheitliche Probleme hatte er nicht, eigenen Rücktritt hat er nicht erklärt, im Gegenteil, und viertens Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren. Amtsenthebungsverfahren heißt Sonderermittler, dessen Ergebnisse vom Verfassungsgericht bestätigt werden und dann im Parlament mit 3/4 Mehrheit, 75%, bestätigt werden, dann ist er abgesetzt. So, ist alles nicht passiert. Und selbst die Mehrheit haben sie nicht zusammenbekommen, es waren nur 73%. Also es war komplett Putsch. Und dann haben sie auch noch, laut Verfassung, müsste dann als Übergangspräsident kommen der Premierminister. Das Land hatte damals nur einen diensthabenden Premierminister, weil der zurückgetreten war, war noch kommissarisch im Amt, aber er war es. Und den hätte man einsetzen müssen, das ist aber wieder ein Mann von Janukowitsch. Mhm. Um das nicht zu tun, haben sie dann auch da nochmal die Verfassung gebrochen, haben gesagt, ja, wir nehmen den Parlamentspräsidenten, ne? Siehe Venezuela. Und weil sie den auch erstmal austauschen mussten, haben sie erst einen neuen Parlamentspräsidenten gewählt, den Turchinov. Dann haben sie über die Absetzung abgestimmt, die notwendige Mehrheit nicht bekommen, und dann hat der Turchinov sich selbst seine Ernennung unterschrieben. Also es ist absurd. Und das Gleiche spielen sie gerade in Venezuela, wirklich die Parallelen sind so offensichtlich. Mhm, einfach nur absurd. Es ist wirklich, also ich freue mich schon, wenn ich dein Buch mal in die Hände kriege. Es ist natürlich 1000 Seiten, da werde ich ein paar Tage dran sitzen, aber man kann sich ja die einzelnen Kapitel dann speziell raussuchen. Was mich bei dieser Sache immer wieder so verblüfft, ist diese Impertinenz und diese offene Gleichgültigkeit, mit der die Gruppen im Hintergrund da agieren, speziell jetzt die amerikanische Regierung, wie die also diesen Putsch vorangetrieben haben. Wir erinnern uns an diesen Ausspruch von der Victoria Nuland, die EU-Beauftragte, mit diesem Fuck the EU und Jatsenjuk und so weiter, dass die das alles mit 5 Milliarden schon vorangeschoben haben. Und dann, wenn da Fakten geschaffen werden, dass man dann da, ja, dass es denen eigentlich scheißegal ist, was mit der Bevölkerung von diesem Land passiert. Es ist einfach nur eine geostrategische Entscheidung, um quasi einen Vorposten vor der Grenze von Russland zu haben. Die wollten natürlich dann auch die Krim haben, mit Sewastopol, mit dem russischen Ukraine-Hafen. Also es geht immer um Geostrategie,
Und das mit dieser Gleichgültigkeit, mit dieser Kaltschnäuzigkeit, wie die da umgehen, das ist das, was mich da am meisten überrascht. Und wenn ich dann jetzt aktuell auch nach Deutschland schaue, zum Beispiel jetzt dieser deutsche Botschafter Richard Grenell, der verhält sich ja wie so ein Plantagenbesitzer, der seine Sklaven da jetzt nochmal zurechtweisen muss. Und auch die russische Regierung, die amerikanische Regierung, die droht mittlerweile offen mit Sanktionen, zum Beispiel jetzt bei dem Bau von Nord Stream 2. Also dieses Projekt ist jetzt durch die Kanzlerin noch nicht gestorben. Sie hat sich da so ein bisschen dagegen aufgelehnt, gegen diesen Abbruch von den Bauarbeiten. Aber da wird weiter gearbeitet und ich bin mir ganz sicher, dass die Firmen einknicken werden. Was weißt du denn da über diese Drohungen von seitens der USA? Da habe ich einiges drüber. Ich will noch ganz kurz ein Schlusswort zur Ukraine sagen, weil du eben von dieser Dreistigkeit der USA sprichst. Die EU war ja damals in der Presse, aber in der Presse wurde nie berichtet, in welchem Zusammenhang das eigentlich gesagt wurde. Es war ein abgehörtes Telefonat von Newland mit dem US-Botschafter in Kiew, wo die beschlossen haben, wen sie als Regierungschef in der Ukraine einsetzen. Das wurde ja in der westlichen Presse nicht berichtet. Die Europäer wollten Klitschko, vor allem die Deutschen, und die Amerikaner wollten Yatsenyuk. Und als dann der Botschafter sagte, naja, die Europäer wollen den Klitschko haben, dann sagte die Newland, fuck the EU. So, ne? Also scheiß drauf, was die wollen. Wir machen das, wie wir wollen. Und diese Kaltstürzigkeit und wie egal den Amerikanern die Ukraine oder die Menschen sind, sieht man auch noch daran, wie der Bürgerkrieg angefangen hat. Auch das habe ich in dem Buch sehr, sehr detailliert. Denn diese Antiterroroperation, wie es Kiew nennt, wurde losgetreten an einem Tag, als zufällig der CIA-Chef in Kiew war. Der saß mit dem Sicherheitsrat der Ukraine am Tisch und da haben sie beschlossen, wir fangen jetzt mit Panzern an zu schießen. Was für ein Zufall. Ja, genau. So, und jetzt ist der Witz aber, offiziell war der nicht da. Das kam dann in russischen Medien, ne, hier der unter falschen Namen und so, der CIA-Chef. Wurde dann zunächst bestritten, haha, russische Propaganda. Blöderweise hat die CIA es zugeben müssen. Der war tatsächlich da. Was die Russen gesagt haben, stimmte. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass es den USA völlig wurscht ist, dass die Ukraine völlig verarmt ist. Die ist ja jetzt, ich kann das mal eben zeigen, die Ukraine steht ja mittlerweile, hört mal so ganz gut umschalten hier, steht ja mittlerweile so arm da, dass es erschreckend ist. Ich habe hier mal bei Wikipedia die Liste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Kaufkraft bedingt. Also links ist pro Kopf, rechts ist Kaufkraft bereinigt. Das ist das Wichtige, weil das zeigt auch, was die Leute sich von ihrem Geld leisten können. Und da müssen wir ziemlich weit blättern, um dann irgendwann mal auf Platz 118 zur Ukraine zu finden. Mhm. Ja? Die steht also irgendwo auf der Höhe von Marokko und Bhutan und Belize und so weiter. Die ist völlig zusammengebrochen. Das ist bittere Armut. Das ist dritte Welt in Europa mit Krieg, den die Amerikaner, den der CIA-Chef dann auch selber angeordnet hat damals. Mhm. Wo steht denn Deutschland in der Liste? Deutschland ist ziemlich weit oben. Ja, in Deutschland schon, aber wie weit oben sind wir denn da? Nummer 18, ja, okay. Hinter San Marino, aha. Ja gut, okay, das sind ja diese kleinen Millionärsparadiese. Du kannst ja auch sowas wie Katar nicht nehmen. Ja, keine echten Zahlen. Das ist ja, wo das Öl da so verteilt wird. Da hast du einen Millionär und der macht die Statistik kaputt. Ukraine ist natürlich katastrophal, dass die da abgerutscht sind. Das ist das Armenhaus von Europa geworden, mehr oder weniger. Ja, das ist wirklich afrikanisches Niveau. Also die sind wirklich dritte Welt vom Niveau her. Und das ist einfach, das ist wie gesagt den Amerikanern wurscht und der Krieg passt auch ins Konzept. Wer Brzezinski gelesen hat, einzige Weltmacht, der hat es 98 geschrieben, da kann man schon lesen, was geplant war. Der hat 98 über das geschrieben, was 16 Jahre später passiert ist. Er war ja dann 2014 auch Präsidentenberater bei Obama, als die Sachen passiert sind, hat er ganz klar gesagt, wir müssen die Ukraine von Russland trennen. Das ist das, worum es geht. Mhm. Ende. Das haben sie geschafft. Also der Graben ist da und ob da jetzt Menschen sterben, ist doch den Amerikanern wurscht. Also Venezuela das gleiche Spiel. Und wenn man dann jetzt noch sieht, weshalb die Ukraine vielleicht auch heute als Thema in der Sendung ganz interessant ist, in zwei Wochen sind Wahlen. In zwei Wochen sind in der Ukraine Wahlen und das ist auch ein ganz heißes Thema. Da habe ich auch zu geschrieben. Also der 31. März oder wann sind Wahlen? Ja, ja. Letzter März. Präsidentschaftswahlen, so. Und da wird im Westen auch nicht drüber berichtet. In der Ukraine gibt es Mörderskandale jetzt. Es gibt, der Staatsanwalt ermittelt. Es gibt
Also Korruptionsvorwürfe gegen Poroschenko, gegen den Präsidenten, der hat, das ist inzwischen ziemlich unbestritten, in Russland, beim Feind, Ersatzteile fürs Militär gekauft. Also Poroschenko hat in Russland Fabriken, das heißt, er hat Infrastruktur zu liefern in die Ukraine, hat dann Militärersatzteile gekauft, über seine Kanäle in die Ukraine geschmuggelt als Präsident, das muss man erstmal machen, und dann diese Sachen über seine Scheinfirmen, ukrainische, an das Militär verkauft, zu völlig überhöhten Preisen, mit gefakten Rechnungen. Also die haben da Teile verkauft, die Dokumente sind inzwischen veröffentlicht worden, die Fabriken hier hergestellt haben kann. Und das völlig überteuert. Also der Poroschenko hat sich da wirklich die Taschen voll gemacht. Das ist ein Skandal, der in der Ukraine richtig Wellen schlägt. Der Poroschenko versucht, die Wahl zu fälschen, indem er zum Beispiel, aus der Ukraine sind 4 Millionen Menschen inzwischen nach Russland gegangen. Weil das Leben da so blöde ist und weil auch noch Krieg ist. 4 Millionen Flüchtlinge in Russland, die also hier alle arbeiten. Und die hat er mal eben, das sind ja nur nicht gerade Leute, die Poroschenko wählen würden, denen hat er das Wahlrecht entzogen, indem er die Botschaften und Konsulate zum Wahltag nicht mit Wahllokalen öffnen lässt. Also ganz, ganz viel Trickserei in der Ukraine. Bei diesem Wahlkampf findet ihr auf meiner Seite einige ausführliche Artikel, weil in der westlichen Presse findet ihr es nicht. Und das ist also insgesamt ist das eine unglaubliche Schweinerei, was da abläuft. Und da kommen wir jetzt eben auch noch zu dem, was du jetzt gesagt hast. Jetzt versuchen sie es auch in Deutschland. Ich finde es also wirklich abenteuerlich, was die USA sich da erlauben. Ich habe das auch mal, ich zeige das einfach mal. Ich habe hier so einen Artikel drüber geschrieben, mal jetzt vor ein paar Tagen erst. Es gibt wirklich Sanktionsdrohungen gegen Deutschland. Ja, also ganz offen wird gedroht gegen Deutschland. Und zwar das Erste, was ich schon wirklich witzig finde, was in der westlichen Presse nicht berichtet wurde, es ist alles innerhalb von einer Woche passiert. Die haben mal eben gesagt, Deutschland soll bitte die kompletten Kosten für die Stationierung der US-Soldaten in Deutschland übernehmen, plus 50%, ich zitiere, für die Ehre, sie bei sich beherbergen zu dürfen. Also wir müssen geehrt sein, dass die Amerikaner ihre Besatzungstruppen in Deutschland haben und wir müssen für diese Ehre noch bezahlen. Das meinen die ernst. Das meinen die ernst für Deutschland, für Japan und viele andere Länder. Das ist im Westen gar nicht berichtet worden in Deutschland. Das muss man da wirklich dann bei amerikanischer Presse lesen. Das trauen sie sich wohl nicht, hier zu veröffentlichen. Dann der Streit mit dem 5G-Netz, wo es um Huawei geht. Wo die Amerikaner nicht wollen, dass Huawei das Netz aufbaut. Also Amerika hat ja Huawei in Krieg erklärt, die haben in Kanada die Tochter des Firmengründers und Finanzchefin festnehmen lassen unter irgendwelchen wirklich dusseligen Vorwürfen. Und jetzt machen sie Druck, dass Deutschland bitte dieses 5G-Netz nicht von Huawei aufbaut. Sie sagen, wegen Spionagegefahr. So, aber da frage ich mich doch, super, wenn man mit dem spionieren kann, warum seid ihr denn dagegen? Wollt ihr vielleicht selber spionieren? Das heißt, die NSA hat wahrscheinlich Angst um den Zugang zu den deutschen Daten, weil wenn denn das Netz von Huawei ist, ist die NSA abgeschnitten. Also ich glaube, es geht nicht so sehr um die Angst vor der chinesischen Spionage, sondern um die Angst, dass die USA nicht mehr so viel spionieren können in Europa. Ich glaube, das ist viel eher der Grund. So, dann haben wir, wie gesagt, noch die Geschichte mit Nord Stream 2, und so weiter, wo es also im Grunde auch nur um Gas geht. Die Amerikaner sind inzwischen einer der größten Gasproduzenten durch ihr Fracking. Unglaublich dreckig, umweltschädlich, teuer. Ein Desaster für Amerika, ja. Und das wird also dann noch verflüssigt, also wirklich teuer, das Zeug. Das kostet, wenn es in Europa ankommt, mindestens 30% mehr als das russische Gas, das eben normal aus dem Boden kommt und dann mit der Pipeline gepumpt wird. Die können also mit fairen Bedingungen können sie den europäischen Markt nicht erobern. Die können ja keine Kunden finden, weil wer zahlt freiwillig fürs Gas 30% mehr, wenn er nicht muss. Und in ziviler Unterwürfigkeit baut unsere Regierung sogar noch Terminals, ich glaube in Bremerhaven oben oder sonst irgendwo ist noch was geplant, damit dieses amerikanische überteuerte Fracking-Gas bei uns auch noch angelandet werden kann. Das kann man nämlich nicht einfach mit dem Tankrüssel rüber machen, da braucht man ein riesengroßes Terminal, das flüssige Gas dann auch aufnimmt in die großen Zisternen oder in die Tanks. Ja? Also 500 Millionen will die deutsche Regierung dafür ausgeben für dieses Fracking-Gas. Ja, das ist ja nur ein Beruhigungsmanöver. Also es geht ja darum, die deutsche Regierung will Nord Stream 2 haben. Da ist es erstaunlich, dass Merkel sogar Rückgrat zeigt. Bisher zumindest. Mal sehen, ob es das durchhält. Aber ich glaube ja, also wenn sie die Merkel nicht abservieren, bevor die Leitung fertig ist, ich glaube, dann hält die durch, weil sie hat ja nichts mehr zu verlieren. Und das Projekt will sie offensichtlich. Auf jeden Fall, dieses Fracking-Gas ist, wie gesagt, teuer. So, dann haben die Deutschen gesagt, okay, nein, wir würden ja bei euch auch euer Gas kaufen. Wir bauen sogar ein Terminal. Wie du sagst, 500 Millionen Staatsbürgschaften. Keine private Firma will das bauen, weil die bestehenden Terminals in Europa nur zu 25% ausgelastet sind, weil dieses Gas kein Mensch haben will. Es ist zu teuer.
Und nun ist das eine Beruhigungspille für die Amerikaner, das wissen die auch. Und die wollen natürlich ihr Gas wirklich verkaufen. Dazu müssen sie Nord Stream 2 stoppen, weil der Gasverbrauch in Europa wächst. Die eigene Produktion in der Nordsee von Norwegen geht zurück. Und die russischen Leitungen sind ausgelastet. Also weitere Nachfrage können die bestehenden Pipelines aus Russland nicht bedienen. Die brauchen die Pipeline, um Europas Bedarf zu befriedigen. Und da kommen die Amerikaner ins Spiel, die Leitung nicht haben wollen, weil die da einsteigen möchten. Mhm. Also, und auch da jetzt, wie du sagtest, der Grenell, der schreibt ja da böse Briefe an die deutsche Wirtschaft und was denn droht mit Sanktionen. Auch der US-Botschafter in der EU in Brüssel hat schon mit Sanktionen gedroht. Das ist also wirklich, die benehmen sich auch gegenüber Deutschland wie gegenüber dem Dritten Weltland, drohen auch hier noch mit Sanktionen wegen dieser Pipeline. Es ist wirklich eine Frechheit, was die USA sich da erlauben, und es ist eine Frechheit, dass unsere Medien das nicht beim Namen nennen. Also der Grenell verhält sich wie so ein Statthalter, ja, so der so im Auftrag seines Herrn da die neueste Verkündung macht. Weißt du, wenn er eine Banderole rauszieht, so höret, 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 ja, so hier ist verkündet und so müsst ihr das tun, ihr Lakaien, ja. Und es gibt keinen Aufruhr. Also das ist wirklich. Ja, es wird kurz berichtet, zwei Politiker der Linken dürfen zitiert werden. Ja, ja, ja. Geht's aber nicht. Und dann geht es weiter. Also Merkel gesagt, komm, pass mal auf, den Botschafter wollen wir nicht mehr. Persona non grata, der hat keine Kinderstube, schickt ihn zurück nach Amerika und schickt uns mal einen normalen, der nachdenkt. Ja, würde jede normale Regierung machen, hat Venezuela gerade gemacht mit den deutschen Botschafter. Die haben sie rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, so geht's nicht. Mhm. Könnte man ja tun. Wäre auch durchaus eine angemessene Reaktion, wenn ein Land sich so derartig unfreundlich verhält und uns nur erzählt, was wir ihnen alles bezahlen sollen. Es ist echt unglaublich. Und ich frage mich, warum so kleine Blogger wie wir so ein Thema aufgreifen müssen, damit es überhaupt mal irgendwie in den Äther hinausgeht. Also Thomas, ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn wir da in Zukunft weiter diese Themen aufdecken können. Also Tacheles, offen und frei seine Meinung äußern, das macht richtig Spaß, und ich freue mich drauf, wenn wir da in Zukunft weiter mit einsteigen. Also hast du noch ein Schlusswort vielleicht? Ist da noch irgendwas, liegt da noch was auf der Leber gerade, was unbedingt raus muss heute? Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet beim Gucken so viel Spaß wie beim Reden, weil, wie du schon gesagt hattest, als wir uns kennenlernten am Telefon, die Vorgespräche zu den Interviews, die wir bei euch geführt haben, die waren länger als die Interviews selbst. Wir können stundenlang ich habe Spaß mit dir. Ich hoffe, es wird auch immer länger dauern, wenn wir sprechen. Wir machen jetzt heute mal einen Deckel drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Mal. Thomas, alles Gute für dich in St. Petersburg. Dos vidanje. Und liebe Zuschauer, euch wünsche ich auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei uns bei Novise beim neuen Format bei Tacheles. Ciao. Prost nach Deutschland. Ciao. Ciao.